Unter der Linde an der Heide, wo unser beider Bett war, dort könnt ihr sorgsam gepflückte Blumen und Gras sehen. In einem Tal am Waldrand, Tandaradei, sang die Nachtigall lieblich. Walter von der Vogelweide gilt als der bedeutendste Lyriker des deutschen Mittelalters. Von ihm sind 500 Strophen überliefert, zahlreiche Minilieder und 150 Sangsprüche. Das ist mehr als von jedem anderen mittelalterlichen Lyriker. Geboren um 1170, gestorben um 1230. Kaum mehr ist über ihn bekannt. Die Geschichte der Deutschen, Folge 2. Die Stauferzeit und das Spätmittelalter von Christiane Hillebrand. Wissenschaftliche Betreuung Frank Rexroth, Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Göttingen. Als Wanderdichter hat Walter von der Vogelweide seinen Lebensunterhalt verdient, wobei er immer wieder an den Höfen deutscher Kaiser weilte. Zuletzt war er Anhänger des großen Stauferkaisers Friedrich II. Von ihm erhielt er sogar Grund und Boden, ein Lehen. Und er bedankte sich beim Kaiser mit einem Gedicht. Ich hab mein Lehen, Gott nochmal, ich hab mein Lehen. Jetzt brauch ich nicht mehr furchtsam auf den Frost zu sehen und reichen Knickern um den Bart zu gehen. Der gute König, milde König, hat geruht, mich auszustatten. Mein Los war dies, ich war zu lange blank, dass ich vor Missgunst manchmal aus dem Rachen stank. Heut kann ich wieder atmen. Friedrich sei Dank. Walter von der Vogelweide setzte sich in seinen Spruchdichtungen und Gedichten mit seiner Zeit auseinander, auch mit der Reichspolitik. Er kritisierte, er polemisierte und er schwärmte. Im Minnesang, einer Form der lyrisch gesungenen Liebeslyrik, die vor allem der westeuropäische Adel im hohen Mittelalter pflegte. Herze, liebes Fruwelin, Gott gebe dir Hüt und jeme Gurt. Kunnt ich bars Gedenken dien, das hätte ich williglichen Mut. Herzensliebe, kleine Herrin, Gott gebe dir heute und immer Gutes. Könnte ich mir für dich Besseres denken, wäre ich gern dazu bereit. Was kann ich dir mehr sagen, als dass dich niemand lieber hat? O weh, das bereitet mir großen Schmerz. Die ritterlich-höfische Lyrik war für eine der bedeutendsten Epochen des Mittelalters besonders wichtig, für die Zeit der Staufer. Mit den Staufern begann im hohen Mittelalter eine neue Ära. Sie waren die wohl bedeutendste Herrscherdynastie im Mittelalter, verherrlicht, verteufelt und Legenden umwoben. Machtbesessen waren sie, aber auch innovativ. Mehr als 100 Jahre lang standen die Staufer an der Spitze des Reichs. Sie waren ein mächtiges südwestdeutsches Geschlecht, dessen Name auf den Berg Hohenstaufen zurückgeht, auf dem eine Burg stand. Sie könnte der Stammsitz der Familie gewesen sein. Deutschland im heutigen Sinne gab es natürlich noch nicht. Man sprach vom Deutsch-Römischen Reich oder vom Heiligen Römischen Reich. Heiliges Römisches Reich war die offizielle Bezeichnung für den Herrschaftsbereich der römisch-deutschen Kaiser. Die Kaiser sahen sich als Nachfolger des Römischen Reiches. Der Titel Kaiser leitete sich von dem römischen Cäsar ab. Das Heilige Römische Reich umfasste damals in seiner größten Ausdehnung, nach heutigen politischen Grenzen, Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Tschechien, die Schweiz, Nord- und Mittelitalien, Teile Frankreichs und Polens. Das hohe Mittelalter war eine Zeit der Armut und Abhängigkeit, eine Zeit der Unruhe. Es gab Könige und Gegenkönige, Päpste und Gegenpäpste, es wurden Schlachten geschlagen und Kreuzzüge durchgeführt. Es war aber auch eine Zeit der höfischen Kultur, des Wandels, des Wachstums, des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Verstädterung. Das Drei-Stände-Modell. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Gesellschaft. Wie war sie im hohen Mittelalter strukturiert? Es gab nicht mehr die Einteilung in Freie und Unfreie, wie das im frühen Mittelalter üblich war, sondern man teilte die Gesellschaft in drei Gruppen ein. Es gab solche, die beteten, solche, die Kriege führten und solche, die arbeiteten. Der Unterschied zwischen diesem Modell und dem früheren mit Freien und Unfreien ist der, dass es funktional gedacht ist und nicht hierarchisch. Also Freie waren ganz selbstverständlich höherwertig gegenüber Unfreien,
Aber diese drei Stände, von denen fortan gesprochen wird, die der Krieger, die der Beter und die der Arbeiter, werden funktional einander zugeordnet und man sagt, naja, der betet, kann nur in Ruhe beten, weil er von dem Krieger beschützt wird und weil der Arbeiter ihm etwas auf den Tisch zaubert. Umgekehrt, für den Arbeiter muss gebetet werden und er muss beschützt werden und wiederum umgekehrt, der Kriege führt, steht in Gefahr, sein Seelenheil zu verlieren, deshalb muss für ihn ganz besonders gebetet werden und auch er muss essen. Frank Rexroth lehrt als Professor für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Göttingen. In seinem Buch Deutsche Geschichte im Mittelalter bietet er einen kompakten Überblick über die Geschichte des römisch-deutschen Reiches von seinen Anfängen bis zum Beginn der Neuzeit. Es geht ihm um politische Entwicklungen, aber auch um das soziale und kulturelle Leben der Menschen, um Gesellschaftsphänomene. Dabei hat er auch das Drei-Stände-Modell genauer untersucht. Man könnte vermuten, dass das Modell eine pure Ideologie der Mächtigen war, denn die Drei-Ständegruppen waren nicht wirklich gleichgestellt, sondern vielmehr einander funktional zugeordnet. Frank Rexroth betont aber, dass das Schema sehr wirksam gewesen sei und praktisch die Basis für die Ständeverfassung der frühen Neuzeit lieferte. Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem, sagen wir mal, Mainstream-Denken in der Antike und dem des Mittelalters ist durch das Christentum bedingt, dass es die Aufwertung der körperlichen Arbeit und damit auch die Aufwertung von Armut. Arme, Unfreie erscheinen uns, wenn wir uns jetzt beispielsweise an die antike Philosophie erinnern, ja in sehr pejorativer Gestalt. Das sind die, die nicht teilhaben am politischen Verband, die nicht befähigt sind, höhere geistige Tätigkeiten auszuführen und so weiter. Mit der christlichen Lehre wird diese Anschauung auf den Kopf gestellt und damit wird im Mittelalter ist es möglich, sich ständig die Frage zu stellen, welche Verpflichtung erwächst aus der Existenz von Armut für die Nicht-Armen. Auch daraus wird ein Sozialmodell. Man kann sich die Gesellschaft ja dann als eine Wohlfahrtsgesellschaft vorstellen, sozusagen, nach der die Bemittelten sich kümmern müssen um die Armen. Das ist ein strenges christliches Gebot und die Ideologie des Rittertums besagt ja nun gerade, dass man als Ritter die Armen zu schützen hat. Das ist die raison d'être für das Rittertum. Umgekehrt verpflichtet man die Armen dazu, für ihre Wohltäter zu beten. Das Gebet von Armen wird als ausgesprochen wertvoll angesehen. Das Rittertum galt als Inbegriff adeligen Lebens. Selbst die Spitze des Reichs wollte im Ruf stehen, ritterlich zu leben, obwohl Ritter ja zunächst einmal im niederen Adel zu finden waren. Und als Ritter war man zwar sein eigener Herr, hatte aber viele Pflichten zu erfüllen, an die man durch den Ritterschwur gebunden war. Ich gelobe, die Schwachen zu verteidigen. Ich gelobe, die Kirche zu schützen, ihre Lehren zu glauben und ihre Gebote zu halten. Ich gelobe, die Pflichten meinen Lehnsherrn gegenüber zu erfüllen. Ich gelobe, allen gegenüber freimütig und großzügig zu sein. Ich gelobe, immer gegen Ungerechtigkeit und für das Recht zu kämpfen. Ich gelobe, immer zu meinem Wort zu stehen. Dieser Anspruch, mit den Waffen die Armen zu beschützen, Witwen und Waisen zu beschützen, ist so stark ätisiert, dass davon eine große Strahlkraft auf den gesamten Adel ausgeht. Man muss auch nicht unbedingt frei sein, um Ritter zu werden. Die Ministerialen spielen da eine sehr wichtige Rolle. Und Ministerialen sind Unfreie, die man mit verantwortungsvollen Aufgaben bedacht hat und die darüber aufsteigen. Wie gesagt, die rechtliche Scheidung dieser Gesellschaft in frei und unfrei wird immer weniger wichtig und die Frage, was einer tut, entscheidend für das Sozialprestige und den Platz in der Gesellschaft. Ein Typus höfischer Gesellschaft. Die höfische Kultur ist etwas Neues in der Stauferzeit. Sie prägt von da an die deutsche Geschichte bis ins 19. Jahrhundert hinein.
Man spricht, wenn man sich mit der höfischen Kultur des 12. und 13. Jahrhunderts beschäftigt, von einem neuen Typus der höfischen Gesellschaft und von einer neuen ritterlich-höfischen Kultur, die ursprünglich von den Fürstenhöfen vom Westen ausgegangen ist und in der Stauferzeit dann im Reich ankam. Der Hof ist mehr als einfach nur ein räumliches Phänomen. Also er ist das auch, denn der Herrscher hält sich irgendwo auf. Und er ist auch mehr als ein zeitliches Phänomen, denn zu bestimmten Zeiten wird um den Herrscher herum eine ganz besondere Lebensführung gepflegt, eine außeralltägliche Lebensführung. Der Hof ist der Ort, an dem innerhalb der Adelsgesellschaft Rangverhältnisse eingeübt werden. Eine große Zahl von Personen ist dabei ganz auf den Herrscher fokussiert. Den Herrscher müssen wir uns wirklich wie eine Sonne in der Mitte des Hofs vorstellen. Um ihn herum dann seine Familie und die Gruppe der Hofgeistlichen in ihren vielfältigen Funktionen, auch Inhaber von spezifischen Ämtern, also solchen, die für die fürstliche Kammer verantwortlich sind, dann sprechen wir vom Kämmerer, oder für die Tafel, den Truchsess, für den Keller, das ist der Mundschenk, und den Stall, das ist der Marschall. Diese Aufgabenbereiche werden häufig fürstlichen Ministerialen übertragen und in deren Händen werden sie dann erblich. Ihnen untergeordnet war dann das tatsächlich dienende Personal, diejenigen, die zum Beispiel bei Tisch bewirtet haben. Zum Hof gehörten außerdem noch zahlreiche Personengruppen, die nur vorübergehend anwesend waren. Sie hatten sich in ihrem Verhalten den Maximen des höfischen Lebens anzupassen. Dort, wo ein großes Publikum war, entstand eine eigene höfische Kultur. Zu dieser Kultur gehörte auch die höfische Poesie, wie sie zum Beispiel Hartmann von Aue schuf. Ein Ritter, der die Kunst verstand, zu lesen, was er in Büchern fand, dass, wenn er nach den Waffen sich Muße konnte schaffen, er oftmals auch der Dichtung pflag, wie man gern sie hören mag, und Lust und Fleiß daran gewandt, Hartmann war er genannt, als Dienstmann auf der Au verpflichtet. Der hatte Fleiß und Mühe gespart auf gute Bücher mancher Art, die pflegt er fleißig durchzusehen, ob er ein Märchen fände stehen oder eine Sage, die am schlimmen Tage mit guten Sinneswürze die trägen Stunden kürze. Wer zur höfischen Gesellschaft dazugehören wollte, musste sich gewählt ausdrücken können, die richtigen Worte benutzen und den Gesprächsstoff angemessen auswählen. Wer das nicht konnte, der hatte sich regelrecht blamiert und wurde ganz schnell wieder aus der Hofgesellschaft ausgeschlossen. Man weiß davon, dass höfische Kultur originär etwas Französisches ist und deshalb gilt es in der Stauferzeit bei Hof als schick, seine Rede mit französischen und flämischen Lehnwörtern anzureichern. Man nennt das Striefeln, also Streifeln. Gottfried von Straßburg etwa lässt zu Beginn des 13. Jahrhunderts in seinem Tristan eine solche vorbildhafte Hoferede, höfische Rede einmal vorführen, als Tristan auf König Marke trifft. Da spricht Tristan so ein Mischmasch aus Deutsch und Französisch und das wird von der Hofgesellschaft außerordentlich gutiert. Marke sah Tristanten an. »Freund«, sprach er, »heißest du Tristan?« »Ja, Herre, Tristan, Deusal. Deusal, Beerswassal.« »Merci«, sprach er, »Gentil Reus, edler König Kurnevalois.« Die Hofgesellschaft war begeistert angesichts solcher Virtuosität. »Tristan, Tristan li Parmenois, cum est Beas et cum Courtois.« Heißt so viel wie »comme il est beau, comme il est courtois«. So schön wie er ist, so taktvoll ist er. Im 12. Jahrhundert hielt dann auch der französische Gewandschnitt Einzug. Das Oberteil wurde bis zur Taille verengt, wodurch sich die Körperformen besser abzeichneten. Das heißt, dass Kleidung zur Signalisierung von Zugehörigkeit zur höfischen Gesellschaft sehr wichtig wurde. Die Beinkleider der Männer werden geschlitzt, weil man das Männerbein, nicht das Frauenbein, sondern das Männerbein besonders schön findet und seinen geraden Wuchs zur Geltung bringen will. Frauenkleider schneidet man nach unten weit, versieht sie mit langen Schleppen. Pelzbesatz macht Mäntel und Umhänge kostbar. Der Gesamteindruck ist sicher sehr bunt gewesen und soll an das neue Symbolsystem von Wappen
erinnern. Es war genau vorgeschrieben, wie man sich zu bewegen hatte. Das verstärkte die Wirkung der Kleider. Auch die Tischsitten hatten an Bedeutung gewonnen. Es entstand eine eigene Literaturgattung der Tischzuchten. Frank Rexroth weiß, welche Benimmregeln zu beherzigen waren. Dass man abgenagte Knochen nicht einfach in die Schüssel zurücklegt, dass man nicht schmatzt und nicht schnaubt beim Essen, sich diskret kratzt, sich vor dem Essen die Hände wäscht, kurz sich höfisch benimmt. Diese Verhaltensanforderungen hatten einmal eine integrative Funktion. Man verdeutlichte damit, dass man dazugehörte. Sie dienten aber auch dazu, sich abzugrenzen, zum Beispiel von Bauern, die sich aus Sicht der Ritter grob und ungeschlacht benahmen und damit nicht der höfischen Gesellschaft angehörten. Höfische Kultur entfaltete sich überall dort, wo es Fürsten gab und wo ausreichend Mittel zur Verfügung standen. Natürlich auch in Burgen. Der Burgenbau boomte regelrecht in der Stauferzeit und das war ganz klar ein Ausdruck von Macht und Stärke. Herzog Friedrich II. Zum Beispiel, der sogenannte Einäugige, folgte immer dem Rheinlauf und baute dann an geeigneter Stelle eine Burg, die das umliegende Land beherrschte. Zunehmend aus Stein errichtet, wurden die Burgen zu schwer einnehmbaren Festungen. Im Belagerungsfall konnten hier viele Menschen Schutz finden, nicht nur die unmittelbare militärische Besatzung. Die Burgen waren entsprechend konzipiert. Erst mit der Verbreitung des Schießpulvers änderte sich die Lage. Kanonenkugeln machten die Burgen verwundbar. Nicht nur Könige, auch Adelige und sogenannte Ministeriale, Unfreie oder Minderfreie, die zu vielfältigen Hofämtern oder Kriegsdiensten des Königs, der Bischöfe oder der Grafen verpflichtet wurden, besaßen eigene Burgen. Schätzungen gehen von 10.000 mittelalterlichen Burgen im deutschsprachigen Raum aus. Ein staufischer König verfügte nicht selten über doppelten Besitz. Zu den Burgen kamen noch die sogenannten Pfalzen. Das waren, weil eine Hauptstadt oder Hauptresidenz fehlte, Residenzen auf Zeit, die der Kaiser mit seinem Gefolge immer wieder ansteuerte und wo wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Auch an solchen Orten konnte sich höfische Kultur entwickeln, sofern ausreichend Ressourcen zur Verfügung standen. Die Gesellschaft veränderte sich im hohen Mittelalter und die Bevölkerung wuchs schneller als je zuvor. Genaue Zahlen zu nennen ist schwer. Für England gibt es eine gute Quelle, das Domesday Book. Man geht davon aus, dass im frühen 11. Jahrhundert etwa 2 Millionen Menschen in England lebten. 300 Jahre später waren es mehr als doppelt so viele. Für Europa insgesamt nun, und ich betone, also das ist eine ganz vorsichtige Schätzung, hat man angesetzt für das Jahr 1000 so etwa 38 Millionen Einwohner. 200 Jahre später, um 1200, sind es dann 60 Millionen. Das ist also eine ganz erhebliche Steigerung. Das ist übrigens auch die Wahrnehmung der Zeitgenossen. Ein Bischof von Bamberg sagt im 12. Jahrhundert, dass die Menschheit sich aber doch sehr stark vermehrt habe, dass das biblische Gebot "Mehret euch" zwar früher richtig gewesen sei, dass aber jetzt, wo es so viele Menschen gäbe, man sich vielleicht doch besser in Enthaltsamkeit üben sollte. Dreifelderwirtschaft und technische Innovationen. Warum aber ist die Bevölkerung so stark angewachsen? Frank Rexroth erklärt den Zuwachs vor allem mit der Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion und der damit einhergehenden Steigerung der Erträge. Der Anbau auf den Feldern wird intensiviert, vor allem durch technische Innovation. Der schwere Beetpflug hat sich jetzt tatsächlich durchgesetzt. Man hätte ihn theoretisch schon seit 200 Jahren bauen können, aber man ist angewiesen auf die Produktion von Eisenteilen und damit tut man sich jetzt leichter. Man verbessert zugleich die Anspanntechnik mit dem Kummet und die Dreifelderwirtschaft wird zu einem wichtigeren Muster. Auch die Dreifelderwirtschaft gab es schon seit der Karolingerzeit, aber sie setzte sich nun als dominierende Form des Ackerbaus durch. Man baute nun auch mehr Getreide an als früher. Das ging zwar zu Lasten der extensiven Weidewirtschaft, aber die Ertragssteigerungen waren ansehnlich. Also wenn wir jetzt nochmal 200 Jahre zurückgehen in die Karolingerzeit, müssen wir schätzen, dass sie auf ein Korn der Aussaat etwa 3 Erntekörner erhalten, jetzt aber in Mitteleuropa auf ein Saatkorn 7 Erntekörner. Die Erträge in der Landwirtschaft waren also höher als je zuvor. Die Menschen hatten einfach mehr zu essen und sie begannen sich Land zu erschließen, also urbar zu machen.
Sie siedelten sich zum Beispiel in Gebirgsregionen an, dort, wo zuvor niemand gewohnt hatte. Gebirgsregionen wie der Schwarzwald oder die Alpen werden flächiger erschlossen. Die Marschen entlang der See, Sumpfgebiete entlang von Flüssen werden trockengelegt und genutzt. Man kultiviert auch Neuland. Das spektakulärste Unternehmen dieser Art ist freilich die Ostsiedlung. Das war die wichtigste Strategie zur Erschließung von Neuland. Die Siedlungstätigkeit von Menschen und eben bei weitem nicht nur von Deutschen, sondern überhaupt von Europäern in den Regionen östlich der Elbe wurde durch herrschaftliche, geplante Initiativen befördert und von regelrechten Siedlungsunternehmern organisiert. Diese Projekte sprengen um 1200, also in der Zeit, die uns interessiert, den Rahmen vereinzelter Rodungsvorhaben und laufen hinaus auf landesweite Erschließungsaktionen. Für die Menschen war die Umsiedlung in dieser Region östlich der Elbe durchaus attraktiv. Die Neuankömmlinge bekamen dort ein Stück Land zur erblichen Nutzung. Und dieses Land blieb sogar bis zum Ende der Rodungs- und Entwässerungsprozesse abgabefrei. Erst danach wurden Zins und Pacht für den Grundherrn fällig und der kirchliche Zehnt und vielleicht auch eine sogenannte Bede für den Landesherrn, so etwas wie eine landesherrliche Steuer. Innerhalb weniger Generationen nahmen die Zuwanderer neue Identitäten an. Sie bezeichneten sich selbst als Brandenburger oder als Mecklenburger oder als Pommern. Den Deutschen gab es noch nicht. Man hat so geschätzt, dass sich während des 12. und 13. Jahrhunderts je etwa 200.000 Menschen auf den Weg machten, um sich östlich der Elbe einen besseren Rechtsstatus und eine höhere Lebensqualität zu sichern. Von diesem demografischen Aufschwung profitierten ganz besonders die Städte. Zur Zeit der Staufer, im Hochmittelalter, sind viele neue Städte entstanden. Etwa jede dritte deutsche Stadt gab es bereits 1250, Köln, Regensburg, Augsburg, Nürnberg, Lübeck, um nur einige zu nennen. Man sprach von einer ersten Welle der Verstädterung in der Geschichte Europas, erklärt Professor Frank Rexroth. Wenngleich der Begriff dann etwas anderes bedeutet, als wir ihm heute vielleicht unterstellen würden. Heute schätzen wir, dass weltweit etwa 50% der Menschen in Städten leben. Um 1250 in Europa sind es maximal 20% und auch dort sind die Gewichte sehr ungleich verteilt. Also in Norditalien liegt der Anteil höher, in den Regionen östlich der Elbe niedriger. Immerhin in der Lombardei und in der Toskana bringt man es auf eine Bevölkerungsdichte von 80 Menschen pro Quadratkilometer. Das ist schon ganz erheblich. Die Zahl der Städtegründungen ist besonders bemerkenswert. Im Reich gab es um 1100 etwa 50. In den nächsten 150 Jahren, also bis 1250, bis zum Ende der Stauferzeit, kommen weitere 1000 Städte dazu. Also ein Anstieg von 50 auf 1000 in 150 Jahren. Die allermeisten von ihnen sind von sehr kleinem Zuschnitt, sodass man die Stauferzeit gern als die Ära der Kleinstadtgründungen bezeichnet hat. Das meint dann, dass in diesen Siedlungen so etwa 200 bis 2000 Einwohner gelebt haben. Es gab aber auch Großstädte mit mehr als 10.000 Einwohnern wie Köln, Metz und Straßburg, Nürnberg oder Augsburg. Als Mittelstädte bezeichnete man Siedlungen mit einer Einwohnerzahl zwischen 2000 und 5000 Personen. Von Kleinstädten sprach man schon, wenn eine Stadt die 200-Einwohner-Marke überschritt, und noch kleinere Siedlungen nannte man Minder- oder Zwergstädte. Stadtmauern und Marktrechte. Nun kann man sich fragen, warum man bei so kleinen Ansiedlungen schon von Städten sprach. Das hatte mit der Organisationsform zu tun, erklärt Frank Rexroth. Stadt ist zunächst eine politische Organisationsform und wenn diese 250 Menschen so organisiert sind, dann ist das eben eine Stadt. Zugleich gibt es sehr wohl einen deutlichen Unterschied zwischen Orten, sagen wir mit 250 Einwohnern, die gewerblich, wirtschaftlich in sich stark differenziert sind, wo es also eine ganze Reihe von Handwerken gibt, die aufeinander Bezug nehmen und wo ein Markt gehalten wird. Und auf der anderen Seite Orte, wo praktisch alle dasselbe Gewerbe betreiben, also alle Bauern sind. Es gibt
gerade östlich des Reichs, im Bereich des heutigen Russland, wesentlich größere Agrarsiedlungen, wo aber alle Bauern sind, und da wäre es unsinnig, von einer Stadt zu sprechen. Und es gibt im Reich diese winzig kleinen Städte, die aber in sich differenziert sind und die eine Marktfunktion für ihre Umgebung einnehmen. Die Städte hoben sich durch ihre Größe, durch ihre Struktur und durch Stadtmauern vom dörflichen Umland ab. Sie verfügten über Marktrechte und ihr eigenes, vom Fürsten verliehenes Stadtrecht. Im Gegensatz zu dem von Leibeigenschaft und Frondiensten geprägten bäuerlichen Leben machte die Stadtluft frei, wie ein mittelalterlicher Spruch lautete. Die Stadt war eine seit der Antike nicht mehr dagewesene Art der rationalen Vergesellschaftung. Sie organisierte sich als Gemeinde, als eine Schwureinung von Bürgern und war damit mehr als einfach nur eine Befestigung oder ein Marktort. Es gab aber deutliche Ständeunterschiede. Bürger zu werden war nur den Höhergestellten möglich. Die Menschen organisierten sich in Verbänden, Kaufleute in Gilden, Handwerker in Zünften. Jeder Handwerker in der mittelalterlichen Stadt musste Mitglied einer Zunft sein, um seinen Beruf ausüben zu können. Die Menschen wählten sich nach einer bestimmten Verfassung ihre Organe selber, gaben sich ihr eigenes Recht und nahmen einen eigenen Friedensbereich für sich in Anspruch. Die besondere Rolle der Stadt lag in den Stärken des städtischen Rechts begründet. Das ist ungeheuer wichtig für den weiteren Gang der deutschen Geschichte, weil man von diesen Städten aus sich die Entstehung von Staatlichkeit in Deutschland denken muss. Gar nicht so sehr von den Fürstenherrschaften aus, sondern von den Städten aus. Eine besondere Rolle nahmen dabei die Reichsstädte ein, die direkt dem König oder Kaiser unterstanden. Für die Staufer waren sie das wirtschaftliche und politische Rückgrat ihrer Herrschaft, neben den militärisch bedeutsamen Burgen. Die Wetterau zum Beispiel bildete mit ihrem Netz an Reichsstädten und Burgen sogar eine zusammenhängende Königslandschaft. In den Reichsstädten entstand aus königlichen Beamten, Ratsherren, Kaufleuten und Handwerksmeistern eine neue, selbstbewusste Elite, die eine enorme gestaltende Kraft entwickelte. Das Leben in der Stadt stellte die Menschen aber auch vor erhebliche ökologische Probleme. Je mehr Menschen auf einem Fleck zusammenlebten, desto schwieriger war es, alle ausreichend zu versorgen. Es musste zum Beispiel Bauholz herangeschafft werden, aber auch Brennholz und genügend Nahrung. Für echte Großstädte wie Köln waren deshalb riesengroße Umlandterrains erforderlich, um alle Einwohner mit dem nötigen Holz, mit Getreide und Fleisch versorgen zu können. Viele Städte wie Lübeck oder Regensburg waren im hohen Mittelalter wichtige Handelsorte. Geld hatte im Reich noch nie eine so wichtige Rolle gespielt wie im 12. und 13. Jahrhundert. Zur sogenannten Stauferzeit. Überall entstanden Münzstätten. Aus 40 vorhandenen Münzstätten wurden bis Mitte des 13. Jahrhunderts etwa 500. Das beeinflusste die wirtschaftliche Entwicklung erheblich. Schließlich war das Geld eine wesentliche Voraussetzung für Gewerbe, Mobilität und Handel. Aber diese große Zahl von Münzstätten brachte nicht nur Vorteile mit sich, da es ganz unterschiedliche Währungen gab. Jeder, der Handel treiben wollte, musste erst einmal in die entsprechende Währung tauschen. Und dieser Umtausch war teuer. Das Recht, die Münzen zu schlagen, erschloss den Fürsten eine willkommene Einnahmequelle, denn der notwendige Währungstausch brachte den Fürsten rund 20-25% Gewinn. Könnte man vom Unternehmergeist in der Stauferzeit sprechen? Diese Metapher findet Frank Rexroth gar nicht so schlecht. Unternehmer gibt es im heutigen Sinn nicht, aber was diesem Unternehmergeist am nächsten kommt, das ist die verstärkte Bereitschaft von Menschen im Hochmittelalter, den Ort, an dem sie seit Generationen gelebt haben, aufzugeben und anderswohin zu ziehen, um dort ihr Glück zu versuchen. Das betrifft also das Neusiedelland, von dem ich schon gesprochen habe, und es betrifft die Städte. Die sind Zentren dieses Unternehmergeists. In ihnen wird gewerblich auch die kostbare Kleidung des höfischen Publikums gefertigt. In Regensburg etwa gibt es so um 1228 organisierte Gewerbe. Der städtische Markt war die Drehscheibe für technische Neuerungen. Gewerbetreibende mussten ihre Grundmaterialien nicht mehr selbst produzieren. Sie kauften die Utensilien auf dem Markt, wo die Auswahl größer und damit besser war.
Damit konnte auch die Qualität der eigenen Produkte verbessert werden. Würden wir also einzelnen dieser Regensburger beim Arbeiten über die Schulter schauen, würden wir sehen, dass man also ziemlich locker auch zwei Gewerben nachgeht, dass man diese Gewerbegrenzen nicht so ganz streng einhält. Die sind allerdings innerhalb der Städte Gegenstand städtischer Gesetzgebung. Also diese Gewerbe werden in Zünften organisiert, die haben eine Gildenform und entweder man gehört dazu und darf dieses und jenes Gewerbe ausüben, beispielsweise Sattelrahmen machen und die dann weiterliefern an den Sattler. Oder man darf es eben nicht, wenn man zugezogener ist und über diese Fertigkeiten zwar verfügt, aber nicht der örtlichen Gilde. Hoffart und Kleiderordnung. Auch die Bauern profitierten vom technischen Fortschritt. Sie konnten ihre Güter damit auch direkt, ohne Zwischenschritt, an die Konsumenten verkaufen. Viele Menschen begeisterten sich für das Leben in der Stadt. Eine Verkaufsurkunde aus Köln aus dem Jahr 1181 beschreibt die Beweggründe eines jungen Mannes, in die Stadt zu ziehen. Ich bin mittlerweile häufiger mit Handel als auf dem Acker beschäftigt. Und über diese städtischen Geschäfte bin ich des Landlebens überdrüssig geworden. Es gab natürlich auch Zeitgenossen, die diese neue Freude am Konsum kritisierten. Sie beklagten sich über Hochmut und Überheblichkeit und dass durch diese Handelstätigkeit die Grenzen zwischen den Ständen verwischt würden. Diese Grenzen habe doch Gott so gezogen, also komme jetzt etwas durcheinander, was Gott so nicht haben wolle. Auch in der Kleidung näherten sich die Stände an. So wurde nicht nur die höfische Kleidung immer farbenprächtiger, auch Angehörige der bäuerlichen Oberschicht fingen an, ihre normalerweise graue und dunkel gehaltene Kleidung farbenfroher zu gestalten. Wir haben auf der Straße und in der Kirche die arme Tagelöhnerin vor Augen, die nicht mehr als den Tagelohn erwerben kann. Die hält das Leben nicht für lebenswert, wenn sie nicht ihr Gewand so lang macht, dass der Schwung der Falten hinter ihr den Staub aufwirbelt, wo sie hingehen mag. Als ob die Zukunft des Reiches davon abhinge. Mit ihrem anmaßenden Gang und mit fremder Farbe auf den Wangen und mit gelbem Gebände wollen die Bäuerinnen es in jeder Beziehung den Töchtern der Reichen gleichtun und zupfen und schieben an ihrem Gewand herum. Das muss denen mit Recht unleidlich sein, die die rechte Ordnung lieben. Womit einige anfangen, danach eifern die anderen. Vom Sinn für die rechte Ordnung ist wenig übrig geblieben. Bei den Armen wie bei den Reichen. Das muss Gott mit Grund missfallen. Das schrieb Heinrich von Melk. Er war vermutlich ein adliger Laienbruder des Klosters Melk und lebte Mitte des 12. Jahrhunderts. In seiner Reimpredigt geißelt er die Kluft zwischen Arm und Reich und wandte sich damit vor allem an ein adeliges Publikum. Von den vornehmen Frauen sollen wir nicht schlecht reden, doch von den Rittern können wir nicht schweigen. Zwei Gefährten hat der Hochmut. Die setzen die Ritter in die glühenden Funken des ewigen Feuers. Wer ohne diese beiden auskommt und der Hochfahrt abgesagt hat, der hat Gott viel zu danken. Aus Sorge um den Erhalt der ständischen Ordnung und des sozialen Unterschieds zwischen reichen Großbauern und niedriggestellten Gruppen der Ritterschaft etwa, erließ man während des 12. und 13. Jahrhunderts Aufwands- und Konsumgesetze. Es entstanden Kleidervorschriften. Dadurch sollte die ständische Hierarchie gefestigt werden. Der Ritter Neidhard von Reuenthal hat in seinen Liedern Anfang des 13. Jahrhunderts heftige Kritik am Überschwang in der bäuerlichen Kleidung geübt. Nu will ich ü sagen umbe den Buhmann, was er nach der Pfacht sollte antragen. Ist sie schwarz oder gra, nicht anders erlubet er da, ehren da erneben, das gezimmet sinem Leben, ihnen Rinder, ihnen Schuch, damit ist es genug, sippen Elne zerhemmede und zerbruch rupfin Tuch. Der bayerische Landfriede von 1244 etwa verbietet den Bauern nicht nur, dass sie Waffen tragen, sondern er verbietet ihnen langes Haar, das gebührt sich nicht für einen Bauern, und er schreibt vor, dass ihre Kleidung doch bitte einfach und grau sein soll und die Schuhe nur aus Rindsleder und keinem wertvolleren Stoff. Dieses Zeitalter erscheint gerade den konservativen Geistern als auf eine neue Weise unübersichtlich. Die alten Schranken werden brüchig und die Menschen versuchen sich auf neue Wegen
eine Identität zu geben, indem sie sich abgrenzen. Ein allzu luxuriöser Lebensstil ließ unter anderem die Angst aufkommen, als sündiger Mensch vor dem jüngsten Gericht nicht bestehen zu können. Unsicherheit machte sich breit und eine Endzeitangst. Viele Menschen setzten sich deshalb bewusst für die Armen ein. Bettelorden bekamen reichlich Zulauf und überall, auch im Reich, wurden Klöster gegründet. Noch einmal Heinrich von Melk. Daran erkennt man den Weisen, dass er seinen Tod nicht vergessen kann. So ermahnt uns auch Salomons Schrift. Er spricht: Sohn, vergiss jetzt nicht deine letzten Stunden. Dann wirst du ein Leben ohne Sünde führen. Wie dem, der seine Glückseligkeit und seine Beichte bis zu seiner letzten Reise aufspart. Die Ära der Staufer. Die Menschen suchten nach Wegen, ihre Sünden zu büßen. Das Fegefeuer, ein Prozess der Läuterung, gewann im 13. Jahrhundert an großer Bedeutung. Im späten Mittelalter wurde dann der Ablass ein wichtiges Thema, aber dazu später. Im hohen Mittelalter gab es zwei konkurrierende Modelle im Reich, wie man einen König gewann. Entweder durch Erbfolge oder durch die Wahl der Fürsten. Diese beiden Modelle standen immer in Wechselwirkung zueinander. Es gab Zeiten, in denen die Fürsten die Erbfolge regelrecht ausschließen wollten. Sie ernannten dann Gegenkönige. Die Staufer hatten nun versucht, wie schon die Salier zuvor, das Erbe durchzusetzen. Die Königsherrschaft innerhalb der Familie, zum Beispiel vom Vater auf den Sohn, übergehen zu lassen. Damit waren sie nicht immer erfolgreich, aber meistens. Die Ära der Staufer begann 1138 mit Konrad III. Er war der erste deutsche Stauferkönig. Man setzte große Hoffnungen in ihn. Er galt als umtriebig und fleißig, als fromm und den kirchlichen Reformbewegungen aufgeschlossen. Aber er blieb letztendlich erfolglos. Im burgundischen Kloster Cluny schrieb man nach seiner Herrschaftszeit einen gehässigen Satz über ihn an den Rand einer Chronik, nämlich: Vor Regierungsantritt ist er ein umtriebiger Mann gewesen. Nach der Übernahme der Herrschaft allerdings untätig wie ein bereits Begrabener. Nach seinem plötzlichen Tod wurde sein Neffe zum König gewählt, Friedrich I., genannt Barbarossa. Seinen Beinamen Rotbart erhielt er in Italien wegen seines rötlich schimmernden Bartes. Barbarossa war deutscher König und römischer Kaiser. Er wurde vom Papst zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. Er strebte nach Macht und wollte das Reich innerhalb Europas stärken. Das bedeutete, er wollte auch südlich der Alpen in Italien herrschen, am besten auch in Rom, der Stadt, in der der Papst residierte. Der Investiturstreit. Zu seiner Zeit hatte der römisch-deutsche Kaiser gegenüber dem Papsttum stark an Autorität verloren, als eine Folge der Kirchenreformbewegung. Das Verhältnis zwischen den weltlichen Herrschern in Europa und den Päpsten war bereits vor den Staufern problematisch gewesen. Diesen Machtkampf nannte man Investiturstreit. Die Päpste sind vor dieser Zeit primär römische Ortsbischöfe. Sie beanspruchen für sich, wichtigere Bischöfe zu sein, insofern Rom die Stadt der Apostelfürsten Petrus und Paulus ist, beanspruchen also Petrus Nachfolger zu sein. Aber das bleibt ziemlich folgenlos. Das Ende dieses Investiturstreits wird herbeigeführt dadurch, dass eine Abstraktionsleistung erbracht wird, nämlich, dass es einen geistlichen Bereich menschlicher Existenz gibt und einen weltlichen, fortan also auch für Bischöfe beispielsweise geistliche Rechte, in die ihnen auf gar keinen Fall hineinregiert werden darf von weltlichen Machthabern, aber eben auch weltliche Bereiche. Das ist im Reich folgenschwer, insofern Geistliche im Reich ja Fürsten werden können. Denken Sie an die Erzbischöfe von Köln in ihrer Herrschaft über Westfalen und ähnliche Phänomene. Der Ausgang des Investiturstreits ist also ambivalent. Auf der einen Seite haben die Herrscher den Päpsten weniger zu sagen, auf der anderen Seite aber werden Geistliche mit weltlichen Rechten und weltlichen politischen Rechten betraut. Seit der Zeit Innozenz des Dritten, also seit etwa dem Jahr 1200, wird für das Reich sehr wichtig
der Anspruch der Päpste, ein Approbationsrecht inne zu haben, was die Herrschernachfolge anbelangt. Innozenz der Dritte und seine Nachfolger stellen sich dann auf den Standpunkt, dass nur derjenige im Reich legitimer Herrscher sein kann, der von den Päpsten approbiert wurde. Das schafft Konflikte, wird auch von den Fürsten im Reich nicht rundheraus bestritten, bis zur Goldenen Bulle von 1356. Dort, in der dort festgehaltenen Wahlordnung, ist von diesem Approbationsrecht der Päpste gar nicht mehr die Rede und von da an spielt es dann auch keine Rolle mehr. Bis zum Investiturstreit wurde der König als Stellvertreter Gottes angenommen. Er herrschte über das Reich, das eigentlich dem himmlischen Herrn gehört. Als die Päpste nun die höchste Verantwortung für die römisch-christliche Welt beanspruchten, verlor der Kaiser seine Funktion als Stellvertreter Christi. Barbarossa stellte von Anbeginn seine ungeteilte und von päpstlicher Legitimation unabhängige Herrschaft demonstrativ zur Schau. Als der Papst die Mitkaiserkrönung seines Sohnes Heinrich verweigerte, ließ Friedrich diesen kurzerhand in Mailand zum Cäsar, also zum Mitkaiser, ausrufen. Vom Reich sprach man nun in einem anderen Ton als geheiligtes Reich. Barbarossa war auch aktiv daran beteiligt, Gegenpäpste zu Papst Alexander III. Zu etablieren, den er viele Jahre lang und letztlich ohne nachhaltigen Erfolg bekämpfte. Aber Barbarossa stand nicht nur im Konflikt mit dem Papst. Konkurrenten um die Macht waren lange Zeit die Welfen, ein ursprünglich fränkisches Adelsgeschlecht, das seinen Besitz über die Jahrhunderte kontinuierlich erweitert hatte. Bei der Wahl Barbarossas zum König kam es zu dem lange erhofften Ausgleich zwischen beiden Parteien. Friedrich ist mit beiden verwandt, über seine Mutter mit den Welfen, über den Vater natürlich mit den Staufern. Und deshalb konnte Otto von Freising dann schon recht bald schreiben, dass er wie ein Eckstein stabilisierend gewirkt habe und diesen Konflikt befriedet habe. So glaubte man. Es gab ja dann den großen Konflikt mit Heinrich dem Löwen. Interessant ist, diesem Mann zuzuschauen, wie er nach seinem Herrschaftsantritt handelt, weil wir da etwas über die Handlungsspielräume im Reich erfahren. Ihm gelingt ein Herrscherumritt in allen Gebieten des Reichs, was seinen beiden Vorgängern nicht gelungen war. Er veranstaltet glänzende Hoftage. Für die sollte Barbarossas Hof einmal berühmt werden. Damit meine ich jetzt nicht nur das spektakuläre Mainzer Hoffest von 1184, sondern auch zahlreiche andere Zusammenkünfte, bei denen der Herrscher die Menge der Anwesenden, seine Vasallen oder Gesandten anderer Könige zur Verbreitung seines Willens nutzte. Er erlässt Gesetze, stellt Urkunden aus, schafft beispielsweise fast sämtliche Mainzölle ab, was eine hohe symbolische Bedeutung hat. Er lässt 1157 einen Judenschutz, einen Landfrieden 1152. Er heiratet günstig, wozu er sich erst einmal günstig scheiden lassen muss, betreibt die Auflösung seiner frühen und offenbar unglücklichen Ehe mit Adela von Voburg und heiratet 1156 Beatrix, die Tochter des Grafen und die Erbin der Grafschaft Burgund. Dort wird sie in ihren letzten Lebensjahren eigenständig und als Gräfin von Burgund herrschen. Er führt erfolgreich Kriege, so etwa gegen Polen, nach dem Dafürhalten Ottos von Freising, um nicht seinen in kriegerischer Tätigkeit geschulten Geist ohne Nutzen für das Reich durch Nichtstun erschlaffen zu lassen. Also man führt Kriege, um sich im Kriege führen zu üben. Allerdings war die Verständigung mit den Welfen nur von kurzer Dauer, denn Heinrich der Löwe, der mächtigste Welfe seiner Zeit, suchte mehr als einmal die Machtprobe mit seinem Vetter, dem Kaiser, und fiel schließlich in die Reichsacht. Er verlor seine Herzogtümer Sachsen und Bayern, die 1180 auf dem Reichstag in Gelnhausen neu aufgeteilt wurden. Die Ausbreitung des staufischen Herrschaftsbereichs.
Barbarossa kämpfte aber nicht nur gegen Papst und Welfen, sondern auch gegen die reichen und wirtschaftlich aufstrebenden oberitalienischen Handelsstädte, die sich zu einem lombardischen Städtebund zusammengeschlossen hatten und nach Unabhängigkeit vom Kaiser strebten. In den Auseinandersetzungen wurde Mailand 1162 fast vollständig von Barbarossa zerstört. Die Stauferzeit hat zwar viele neue Städte hervorgebracht, letztendlich haben die Staufer aber eine zweischneidige Städtepolitik betrieben. Nämlich die Städte als Handelsorte, als Wirtschafts- und Marktorte zu fördern. Die Zahl der Städteprivilegien ist ganz erheblich. Aber die Stadt als Kommune, also als politischen Verband, zu unterdrücken. Es ist allen Zeitgenossen evident gewesen, dass mit der Stadt als Kommune ein alternatives politisches Modell entsteht und immer wichtiger wird. Und das haben auch die Staufer bzw. ihre Ratgeber begriffen und deshalb versucht, das Gute an den Städten aus ihrer Perspektive, nämlich den wirtschaftlichen Aufschwung, zu fördern, die politische Verbandsbildung aber zu behindern. Damit scheitern sie. Diese Bewegung ist zu stark, insbesondere in Italien, wo ja die Städte auch zu richtigen Players, zu Akteuren des politischen Geschehens werden. Und diese Entwicklung können sie genauso wenig umkehren, wie das die anderen Dynastien in den anderen europäischen Königreichen können. Die Staufer versuchten, ähnlich wie die Könige in England und in Frankreich, eine starke Zentralgewalt zu installieren, indem die Fürsten lehnsrechtlich an den jeweiligen Kaiser gebunden wurden. Das heißt, sie wurden dann berücksichtigt, wenn im Reich Ämter oder Güter zu vergeben waren. Das war in dieser Form vorher nicht der Fall gewesen. Ein Markenzeichen der Stauferzeit war weiterhin die südliche Ausbreitung des staufischen Herrschaftsbereiches bis nach Sizilien. Das gelang vor allem Barbarossas Sohn, König Heinrich dem VI., durch günstige Heirat. Er ehelichte Konstanze von Sizilien, die Tante des letzten legitimen Nachkommens des normannischen Königshauses. Als dieser letzte normannische König in Sizilien 1189 kinderlos starb, trat damit die Erbfolge für Konstanze und ihren Gemahl, also den Staufer Heinrich den VI., in Kraft und damit war eine staufische Doppelmonarchie möglich, nördlich und südlich von Rom. Heinrich der VI. Wurde an Weihnachten 1194 in Palermo zum König von Sizilien gekrönt. Nur einen Tag später kam sein Sohn und Thronfolger, der spätere Stauferkaiser Friedrich II., auf die Welt. Noch vor seinem zweiten Geburtstag wurde Friedrich auf Drängen des Vaters von den Fürsten zum König erhoben, zum Rex Romanorum. Schon kurz darauf war Friedrich II. Vollweise. Der Papst übernahm die Vormundschaft, kümmerte sich aber zunächst kaum um den Jungen, der formal auch König von Sizilien war. Friedrich wuchs, weitgehend sich selbst überlassen, in Sizilien auf. Papst Innozenz III. Vergaß ihn regelrecht und unternahm nichts, als die deutschen Fürsten plötzlich einen Welfen namens Otto zu ihrem Gegenkönig wählten. Die staufische Partei setzte auch nicht auf den jungen Friedrich, sondern auf dessen Onkel Philipp von Schwaben. Papst Innozenz hielt zunächst zu dem Welfen. Doch das ging nicht lange gut, zumal sich Otto nicht an sein Versprechen hielt, keine Ambitionen auf das Königreich Sizilien zu verfolgen. Kaum war er gewählt, machte er sich im italienischen Süden breit. Ottos Wortbruch wurde zur Chance für den jungen Staufer Friedrich, nachdem sein Onkel in einer Privatfehde getötet worden war. Schon bald wurde Otto vom Papst exkommuniziert und er ließ Friedrich nach Rom kommen. Friedrich II. Wurde erneut zum König gekrönt. 1220 folgte die Kaiserkrönung. Walter von der Vogelweide hatte in einer Gruppe von 6 Sangspruchstrophen, die als Ottenton bezeichnet werden, Otto IV. Zunächst als neu gewählten Kaiser begrüßt. Herr Kaiser, seid willkommen. Der Name König gilt nicht mehr für euch. Deshalb erstrahlt eure Krone über allen anderen Kronen. Eure Hand ist voll Macht und Reichtum, je nachdem, ob ihr jemandem Wohl oder Übel wollt. Sie kann sie rächen oder belohnen. Darüber hinaus überbringe ich euch die Nachricht, die Fürsten sind euch untertan. Sie haben ehrerbietig auf eure Ankunft gewartet. Insbesondere der Meißner, der ohne Zweifel immer der Eure. Es wäre leichter, einen Engel zum Abfall von Gott zu bringen. Walter von der Vogelweide war zunächst ein Anhänger Ottos. Später aber schlug er sich auf die Seite von Friedrich II.
In der Ottenschelte, einer Sangspruchstrophe aus dem sogenannten König Friedrichston, zieht er den Vergleich. Geschickt verbindet Walter von der Vogelweide eine Huldigung des neuen Herrn mit einer Mängelrüge an Otto. Ich wollte Herrn Ottos Freigebigkeit an der Körperlänge messen. Da hatte ich mich mit dem Maß erheblich vergriffen. Wäre er so freigebig wie lang, er hätte viele gute Eigenschaften besessen. Bald darauf maß ich dagegen seine Körpergestalt an seinem Ansehen. Da wurde er unversehens zu kurz, wie ein verschnittener Stoff. An freigebiger Gesinnung viel kleiner als ein Zwerg und ist doch in den Jahren, dass er nicht mehr wächst. Als ich dem König das Maß anlegte, wie schoss er in die Höhe. Seine junge Erscheinung wurde stattlich und groß. Nun seht, wie er noch wachsen kann. Er ist jetzt schon ihm gegenüber wohl riesengroß. Friedrich II. Gilt als eine der erstaunlichsten Gestalten der europäischen Geschichte. Er war zu seiner Zeit der mächtigste Herrscher Mitteleuropas. Ein Machtmensch mit einem unbeschreiblichen Wissensdurst. Er las Aristoteles, interessierte sich für Mathematik und Naturgesetze, für Architektur, Musik und Literatur, schrieb ein Buch über Vogelarten und eines über die Falknerei, das bis heute berühmt ist. Und er sprach mehrere Sprachen, Provenzalisch, Latein, Italienisch, Griechisch und Arabisch. Deutsch allerdings nur schlecht. Die Kreuzzüge. Das Mittelalter war die Zeit der Kreuzzüge. In einem als gerecht angesehenen Krieg sollte das Heilige Land aus den Händen der Muslime zurückerobert werden. Zwischen 1096 und 1270 kam es zu 7 Kreuzzügen, die allerdings nur vorübergehende Erfolge brachten. Das Heilige Land blieb islamisch und Teil des arabischen Raums. Auch Friedrich hatte sich mit einem kleinen Heer auf den Weg nach Jerusalem gemacht. Der fahrende Kleriker Freidank war vermutlich Teilnehmer dieses Kreuzzugs und schilderte seine Eindrücke von Akkon, dem Stützpunkt der Kreuzfahrer im Heiligen Land. Ich habe viele wünschen und sagen hören, wäre ich doch nur in Akkon und sähe das Heilige Land, dann wäre es mir gleich, wenn ich auf der Stelle stürbe. Die sehe ich mit Freuden noch leben und eilig nach Hause zurückstreben. Allen, die nach uns herüberkommen, rate ich, dass sie sich vorsehen. Beim Geldwechseln und in Geschäften hat man uns als die Ersten übers Ohr gehauen. Akkon hat Gold und Silber, Pferde und Kleidung völlig verschlungen. Nichts von dem, was ein Mensch irgend besitzen kann, geht denen durch die Lappen. Jetzt machen sie sich unentwegt über uns lustig und sagen, geh heim und ziehe übers Meer in dein Land. Selbst wenn 30 Heere nach Akkon kämen, die würden dasselbe finden wie wir. Sie würden von denen genauso behandelt werden. 1228 hatte sich Kaiser Friedrich II. Mit einer relativ kleinen Streitmacht nach Palästina eingeschifft. Dieser Kreuzzug wurde der einzige, der friedlich und erfolgreich verlief. Friedrich war in Palermo, als Enkel seines normannischen Großvaters, in einer arabisch geprägten Umgebung, multikulturell aufgewachsen. Im Heiligen Land trat der gebildete und auch sprachlich versierte Kaiser mit orientalischem Pomp und seiner muslimischen Leibgarde auf und hob sich damit völlig von allen zuvor erschienenen Kreuzfahrern ab. Im September 1228 kam Friedrich in Akkon an und nahm umgehend diplomatischen Kontakt zu den Muslimen auf. Friedrich ist schon zu Lebzeiten sehr kontrovers beurteilt worden. Einmal sprach man vom Stupor Mundi, vom Staunen der Welt, aber auch vom Fürsten der Tyrannei, vom Hammer der ganzen Welt, vom Wunder und dem Verwandler der Welt. Es muss von vornherein sein Ziel gewesen sein, seine Herrschaft in Deutschland auf so sichere Füße zu stellen, dass er selbst seine Aktivitäten auf sein süditalienisch-sizilisches Reich verlegen konnte. Er hatte zwar Innozenz III. Zugesagt, dass er im Nordalpinen Reich und sein Sohn in Sizilien herrschen würde, aber faktisch war es dann umgekehrt. Friedrich war bis zu seinem Tod kaum in Deutschland anwesend. Dennoch war seine Herrschaft nördlich der Alpen relativ stabil. Wie hat er das erreicht? Zum einen war es ihm gelungen, die Fürsten hinter sich zu bringen, und zum anderen ließ er sich durch seinen Sohn Heinrich vertreten, der faktisch bis 1235 regierte.
Dann allerdings geriet der in einen sehr schweren Konflikt mit seinem Vater. Er hatte sich mit dessen lombardischen Todfeinden verbündet, wurde inhaftiert und starb nach 7 Jahren Haft, vermutlich durch Selbstmord. Gnade vor Recht. Friedrich II. Hielt sich überwiegend in Italien auf. Dort hatte er auch 1231 eine Gesetzessammlung für das Königreich Sizilien erlassen, die in jeder Hinsicht bedeutenden Konstitutionen von Melfi. Im frühen Mittelalter hatte man geglaubt, dass das Recht schon immer dagewesen wäre. Der König hatte nur die Aufgabe, dieses schon immer bestehende Recht zu finden und umzusetzen. In der Stauferzeit entwickelte sich zum ersten Mal seit der Antike die Vorstellung, dass man Recht schaffen kann. Das brachte ein ganz neues Element in die Geschichte des Rechts in Europa. Man konnte Gesetze erlassen und wieder abschaffen. Und es kam noch etwas dazu. Ein Herrscher konnte seine besondere Stellung demonstrieren, indem er das Recht in seiner Strenge anwandte oder Gnade vor Recht ergehen ließ. Auffallend für die Stauferzeit ist, dass die Vorstellung, wenn es schon Gesetze gibt, sie auch einzuhalten sind und die Missachtung zu bestrafen ist, dass diese Vorstellung auf dem Vormarsch ist. Das meint man, wenn man vom Rigor Justitiae spricht. Das Recht soll in seiner Strenge angewendet werden und verliert seine eher symbolhafte Bedeutung, die es in der Zeit zuvor gehabt hat. Die Stauferkönige sind also eher als strenge Exekutoren des Rechts in die Geschichte eingegangen. Und die Strafen waren grausam. Man blendete mit glühenden Eisen, stach Augen aus, schlug Hände und Füße ab, vierteilte, ließ schinden und so weiter und so fort. Frank Rexroth entschärft aber die weit verbreitete Vorstellung vom grausamen Mittelalter. Man muss sich dann ein paar Fragen stellen. Erstens, hätte man gern zur Zeit von General Pinochet in einen chilenischen Folterkeller gesessen? Hätte man gern die Gestapo näher kennengelernt in Deutschland im Jahr 1944? Weiten wir die Geschichte der Grausamkeit noch ein bisschen weiter aus chronologisch, müssen wir betonen, dass Phänomene wie die Folter keineswegs mittelalterlich sind. Sie sind zwar im Mittelalter in eine bestimmte Rechtsform gebracht worden, im kanonischen Prozess, aber selbstverständlich wird schon, also soweit man in der Vergangenheit zurückgeht, gefoltert und wahrscheinlich in keinem Jahrhundert mehr als im 21. Also das Mittelalter ist keineswegs grausamer als andere Epochen. Man kann natürlich einräumen, dass die Befähigung der Menschen, ihre Affekte und Aggressionen zu kanalisieren, nicht sehr ausgeprägt ist. Das ist es wahrscheinlich, was uns erschreckt, dass wir auch in, sagen wir mal, einem höfischen Ambiente gruseligen Taten begegnen, während heute die Folter beispielsweise versteckt wird in Verliesen und Kellern. Das Interregnum. Friedrich II. Befand sich für die letzten Jahrzehnte seiner Herrschaft in einem ganz massiven Konflikt mit einer gegnerischen Partei, vor allem einer päpstlichen Partei. Die Staufer waren diffamiert worden als ein Geschlecht von Verfolgern, und es war klar, wenn weiterhin Staufer herrschen würden, dann würden sich diese Konflikte in der Zukunft fortsetzen. Nach dem Tod Friedrich II. Im Jahr 1250 gab es zwar Versuche, die Stauferherrschaft erfolgreich fortzuführen, aber der Dauerkonflikt mit den Päpsten und ihren Verbündeten verhinderte das. Als Friedrichs Enkel Konradin mit seinem spektakulären Italienzug scheiterte und 1268 auf Betreiben des mächtigen Karl von Anjou in Neapel hingerichtet wurde, war die Ära der Staufer unwiederbringlich zu Ende. Bereits mit dem Tod Friedrichs hatte das sogenannte Interregnum als eine Art Zwischenzeit begonnen. Es gab zwar Könige, sogar mehrere gleichzeitig, aber keiner von ihnen wurde ausreichend respektiert. Keinem dieser Könige traute man zu, für Rechtswahrung zu sorgen und Frieden zu gewährleisten. Dieses Interregnum dauerte über 20 Jahre, bis 1273. Frank Rexroth spricht von einer Zeit der Experimente nach 1250. Es gab zum Beispiel Überlegungen, große europäische Dynastien für die Herrschaft im Reich zu interessieren. Die 7 Kurfürsten wählten in einer Doppelwahl den Herzog Richard von Cornwall und König Alfons von Kastilien zum König. Zum ersten Mal forderten hier übrigens die 7 Kurfürsten ihr Exklusivrecht ein, den König wählen zu dürfen.
und damit setzten sie sich auch zukünftig durch. Dieses Recht wurde in der sogenannten Goldenen Bulle, dem wichtigsten Grundgesetz des Reiches, festgeschrieben. Richard von Cornwall war der Bruder König Heinrichs III. Von England und zu sehr in die turbulente englische Politik seiner Zeit verstrickt, um in Deutschland König sein zu können. Alphons von Kastilien wiederum besaß nicht die nötigen finanziellen Mittel. Die Kurfürsten überlegten nun, Könige zu wählen, die über eine nur begrenzte Hausmacht verfügten und von denen man annehmen konnte, dass sie auf das Zusammenspiel mit ihnen angewiesen seien und deshalb leichter zu handhaben wären. 1273 wurde so Rudolf I. von Habsburg zum König gewählt. Damit war das Interregnum beendet. Zunächst auch einer dieser aus der Serie dieser kleinen Könige, sicher mächtig im Südwesten. Das Hausgut liegt ja nicht, wie man vielleicht denken könnte, in Österreich, sondern in der heutigen Schweiz und im südlichen Süddeutschland. Ein ausgesprochen kriegerischer Graf, auf den die Fürsten offenbar verfallen, weil er militärisch da erfolgreich ist, aber eben nicht sehr mächtig im Reich im Ganzen gesehen und auch nicht mehr ganz jung. Man konnte sich also ausmalen, dass man nicht auf ewig von ihm regiert würde. Für einen Herrscher dieses Formats, der nun über eine kleine Hausmacht verfügt, stellt sich dann die Frage, wie soll das überhaupt gehen? Wie soll man im Reich regieren, wenn man nicht auf eigene Ressourcen zurückgreifen kann? Rudolf von Habsburg versucht, das verloren gegangene Reichsgut wieder einzusammeln. Wir sprechen dann von einer Revindikationenpolitik. Er versucht, das Reichsgut in Reichsvogteien zu bündeln, bahnt also eine administrative Reform an. Das ist in den Ansätzen faszinierend, wird aber durch die verhältnismäßig schnellen Thronfolgen der nächsten Jahre dann nicht sehr, sehr weit getrieben. Ist also nicht sehr erfolgreich im Ganzen. Ein interessantes Modell, aber die Zukunft gehört dem Modell, dass innerhalb des Reichs Großmächte entstehen. Sein eigenes, die Habsburger, durch die Eroberung des österreichischen Besitzes noch zu Zeiten Rudolfs, dann der Wittelsbacher am Rhein und in Bayern und der Luxemburger. Im 14. Jahrhundert bildeten sich also drei Großmächte im Reich heraus. Die Luxemburger mit Karl IV., die Wittelsbacher mit Herzog Ludwig von Oberbayern und die Dynastie der Habsburger, die für den weiteren Verlauf der Reichsgeschichte besonders wichtig wurden. Dauerhaft starke Dynastien, wie die Staufer sie anstrebten, hat es von nun an für lange Zeit nicht gegeben. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens blieb das Königtum im Reich bis an die Schwelle der Neuzeit ein Wahlkönigtum. Es war eben nicht so, dass die Herrschaft ganz automatisch vom Vater auf den Sohn übertragen wurde. Damit fehlte es an dynastischer Kontinuität und damit gab es auch kein stabiles Zentrum von Herrschaft und Verwaltung. Außerdem war das Reich so aufgeteilt, dass die einzelnen Regionen in ganz unterschiedlichen Abhängigkeiten zum König standen. In den königsnahen Gebieten wie Franken konnte sich der König ohne jede Gefährdung aufhalten. Dort war er akzeptiert. Ähnliches galt für die königsoffenen Gegenden wie den Oberrhein. Regelrecht königsfern und damit nicht ungefährlich für den Herrscher war der ganze Norden Deutschlands. Und es gab noch einen Grund, warum sich keine großen Familiendynastien entwickeln konnten. Die Könige waren nicht mehr im Besitz der Güter, die die Herrscher in der Vergangenheit an ihre Vasallen ausgegeben hatten. Diese ehemaligen Lehen bildeten unterdessen die Grundlage eigenständiger Adelsherrschaften. Und das ist ja ein Charakteristikum des deutschen Spätmittelalters, dass die großen Modernisierungsleistungen gar nicht bei den Königen stattfinden, sondern in diesen Adelsherrschaften. Wenn man so will, kann man sagen, die föderale Struktur Deutschlands ist in dieser Zeit angelegt. Und da die Ministerialen, die in der Herrschaftspraxis staufischer Könige eine wesentliche Rolle gespielt hatten, ganz im Niederadel aufgingen und sich damit nicht mehr von anderen Vasallen unterschieden, mangelte es den Königen außerdem an einer Funktionselite für die Verwaltung des Reichsguts. Ein weiteres, ganz besonderes Manko bestand in der Finanzschwäche des Königtums. Mit König Ludwig dem Bayern setzte eine Phase der Verpfändung von Reichsgut ein. Und Karl IV. Sollte dann so viele Güter verpfänden, wie alle seine Vorgänger zusammengenommen. Das Heilige Römische Reich entwickelte sich nicht zum Nationalstaat nach westlichem Muster,
sondern es blieb ein monarchisch geführtes, ständisch geprägtes Gebilde aus Kaiser- und Reichsständen mit nur wenigen gemeinsamen Reichsinstitutionen. Wenn man nun einen König, etwa zur Zeit Rudolf von Habsburg, gefragt hätte, was denn das Reich ist, dann hätte sich dieser König mit dem Reich in eins gesetzt und hätte gesagt, das Reich, das bin ich. Regnum heißt ja zunächst einmal Herrschaft und dann erst in abgeleiteter Bedeutung Reich. Zunächst wurde nur dort, wo man den Königen feindlich gesonnen war, die Anschauung vertreten, das Reich sei ja in Wirklichkeit gar nicht im König manifestiert, sondern sei eine Gesamtheit von Gliedern, die mit jeweils eigenen Rechten ausgestattet sind. Und von diesem Standpunkt ausgehend haben die politischen Akteure am Ausgang des Mittelalters dann die Ansicht begründet, dass das Reich eben gerade nicht der König ist, sondern eine zweite Machtzentrale neben dem Königshof, repräsentiert durch den Reichstag, der von politischen Ständen beschickt wird. Diese Situation ist erst in den 1470er Jahren erreicht, aber die Zeit von Rudolf von Habsburg bis dorthin ist wichtig, um diese Verfassung des Reichs vorzubereiten. Das Resultat der gesamten politischen Kommunikation im ausgehenden Mittelalter ist dann eben eine dualistische Verfassung in den Reichsständen, das heißt im Reichstag, der in Kurien gegliedert ist, tritt dem Kaiser das Reich entgegen. Die Pest. Das späte Mittelalter ist lange Zeit als besonders düster angesehen worden. Und das hat sicher damit zu tun, dass diese Zeitepoche auch besonders krisenbelastet war. Das späte Mittelalter gilt als die ungesündeste Epoche der mitteleuropäischen Geschichte. Die Durchschnittstemperatur sank um 1,5 Grad. Die Höhengrenzen der bebauten Flächen gingen um 160 Meter zurück. Die Nordsee fraß bis zum 16. Jahrhundert etwa 10.000 Quadratkilometer Land. Eine Flut machte Sylt und Föhr zu Inseln. Infektionskrankheiten breiteten sich aus, wie die Syphilis. Eine der schwersten Hungerkrisen leitete Anfang des 14. Jahrhunderts eine demografische Stagnationsphase ein. Und es sollte noch schlimmer kommen. Mit der Pestepidemie Mitte des 14. Jahrhunderts. Die Pest gilt noch heute als die schlimmste Krankheit der Geschichte. Sie wird bereits im Alten Testament erwähnt. Und auch in der Antike gab es immer wieder Pestopfer. Doch bei der großen Pestepidemie in Europa von 1347 bis 1351 starb ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Das waren ca. 18 bis 25 Millionen Menschen. Die Pandemie brach nach heutigem Wissensstand zuerst in Asien aus und gelangte über die Handelsrouten nach Europa, wo manche Landstriche weitgehend entvölkert wurden. In Florenz zum Beispiel überlebte nur einer von jeweils 5 Bürgern die Krankheit. Für das Gebiet des heutigen Deutschlands wird geschätzt, dass jeder 10. Einwohner infolge des Schwarzen Todes sein Leben verlor. Hamburg, Köln und Bremen zählten dabei zu den Städten, in denen ein sehr hoher Bevölkerungsanteil starb. Sehr viel geringer war dagegen die Anzahl der Todesopfer in Ostdeutschland. Die Pest ist eine bakterielle Infektionskrankheit von Nagetieren. Sie kann zum Beispiel durch Flohstiche von der Ratte auf den Menschen übertragen werden oder aber durch Tröpfcheninfektion direkt von Mensch zu Mensch. 2 bis 7 Tage nach dem Flohbiss kommt es zu hohem Fieber mit Schüttelfrost. Es folgen Kopf- und Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfälle, Hautblutungen und das Absterben von Hautgewebe. Unbehandelt kommt es in der Hälfte der Fälle innerhalb von 2 bis 10 Tagen zu allgemeiner Sepsis und Tod. Wegen der dunkel-schwarz-blauen Hautverfärbung sprach man früher auch vom schwarzen Tod. Die Bezeichnung schwarzer Tod wurde im Mittelalter allerdings nicht verwendet. Zeitgenössische Chronisten sprachen vom großen Sterben oder der großen Pestilenz. Die Menschen waren schockiert. Die Reaktion gerade in den ersten Wochen nach dem Auftauchen in einer bestimmten Region sind ganz bezeichnend. Chronisten beschreiben, dass die Kühe auf der Weide brüllen, weil sie nicht mehr gemolken werden. Die Menschen scheinen sich panisch zunächst in ihre Häuser zurückgezogen haben. Das soziale Leben kam zum Erliegen. Und in der Folge sind die mentalitätsgeschichtlichen Effekte dieser Pest ganz bemerkenswert, weil durch die Dezimierung der Arbeiter, die
überlebenden Arbeiter die Möglichkeit haben, höhere Löhne einzufordern, wird ausführlich polemisiert gegen die Habgier der Armen, die sich dies quasi zunutze machten. Und es kommt zu Arbeiter- und Lohngesetzgebung, übrigens erstmals in Europa. Man hat also versucht, durch Gesetze festzuschreiben, wie viel Lohn ein Arbeiter nehmen darf, und es wurde unter Strafe gestellt, einen überhöhten Lohn anzubieten oder anzunehmen. Die Pest hatte noch andere gesellschaftliche Auswirkungen. Als bekannt wurde, wie tödlich und leicht übertragbar die Krankheit tatsächlich war, wurden kranke Menschen nicht selten gemieden oder sogar ausgestoßen. Menschenansammlungen, selbst Gottesdienste, wurden untersagt. Erst 150 Jahre nach der Pandemie war das frühere Bevölkerungsniveau wieder erreicht. Obwohl die Pest noch mehrfach wiederkehrte, im Durchschnitt alle 7 Jahre. Sie war ein ständiger Begleiter der europäischen Geschichte bis an die Schwelle des 19. Jahrhunderts. Und es ist erstaunlich, wie abgeklärt die Menschen zu diesem Zeitpunkt schon reagieren. Also es scheint auszureichen, in seinem Leben einmal eine solche Katastrophe erlebt zu haben, um sich doch mental darauf einzustellen und, sagen wir, seinen Frieden zu schließen mit dieser Situation. Das Leben der Juden im Mittelalter. Trotzdem wurde nach Gründen für die Pest gesucht. Die Menschen nahmen sie entweder als Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Welt hin, oder sie verstiegen sich in irrationale Erklärungen. Die absurdeste dieser Erklärungen besagte, dass Juden die Krankheit durch die Vergiftung von Brunnen und Quellen verursacht hätten. Die jüdische Bevölkerung wurde zu dieser Zeit bereits massiv sozial diskriminiert. Häuserbau und Grundstückserwerb waren reglementiert. Juden mussten ihr Wohnviertel mit einer Mauer umgeben, die nicht mehr wie in früheren Zeiten ein Privileg der Stadtherren darstellte, sondern zur Abgrenzung von der christlichen Bevölkerung diente. Meist lag der Schutz der Juden in den Händen der jeweiligen Territorialherren. Damit waren die Juden dem Herrscher aber auch ausgeliefert. Die negative Haltung einiger Herrscher gegenüber Juden, die den Gesetzen nach eigentlich als besonders schutzbedürftig galten, blieb bei den breiten Massen natürlich nicht ohne Widerhall. Es kam zu Massenmorden, zu Pogromen. Die Judenpogrome ereignen sich dann nicht eruptiv, sondern sie werden regelrecht geplant. Auch König Karl IV. Spielt eine unrühmliche Rolle, indem er der Stadt Nürnberg Rechte verbrieft, für den Fall, wenn die Juden in der Zukunft geschlagen sein werden. Das heißt, es gibt ein Kalkül, sich eines Konkurrenten auf dem Kreditmarkt zu entledigen und die Schulden von deren Schuldnern auf das eigene Konto zu nehmen, also ihre Nachfolge als Gläubiger anzutreten. Es ist also sehr viel Kalkül im Spiel. Nichtsdestotrotz, die Judenpogrome seit der Mitte des 14. Jahrhunderts sind sicher eine der traurigsten Begebenheiten der deutschen Geschichte. Erstaunlich, dass sie in der Geschichtsschreibung bis etwa 1950 eine verschwindend geringe Rolle spielten. Also unsere Vorvorvorgänger haben deutsche Geschichten geschrieben, in denen dieses Ereignis vielleicht allemal am Rande gestreift wurde. Immer wieder kam es zu blutigen Verfolgungswellen gegen Juden, aber die Pogrome in der Mitte des 14. Jahrhunderts, die in mindestens 400 Judengemeinden wüteten, waren ohne Beispiel. Schutz und Hilfe durften die jüdischen Menschen von keiner Seite erwarten. Für Juden war bereits 1215 eine besondere Kleidervorschrift eingeführt worden. Der typische Judenhut hatte keine diskriminierende Funktion. Der gelbe Fleck hingegen, der auf der Kleidung aufzunehmen war, galt als diskriminierend. Auch das Studieren blieb vielen Juden im späten Mittelalter verwehrt. Das Studium und die Medizin. Universitäten gab es übrigens erst sehr spät im Reich. Die Ausbildung verteilte sich auf Elementarschulen bei Pfarreien, auf städtische Schulen mit zum Teil sehr hohem Niveau und auf die sehr erfolgreichen Lateinschulen. Universitäten fand man im hohen Mittelalter nur außerhalb des Reichs. Bis weit ins späte Mittelalter hinein mussten studierwillige junge Männer in die Fremde ziehen. Karl IV. War es, der 1348 eine erste Universität in Prag gründete. Sie war allerdings noch nicht besonders erfolgreich. Frank Rexroth erklärt, warum. Es mangelt noch an Dozenten.
gerade an den drei oberen Fakultäten der Theologie und der Jurisprudenz und der Medizin. Die sogenannte untere Fakultät, das ist die Artistenfakultät, die für elementare Stoffe, also für eine Art Studium Generale zuständig ist, die kann man schon auch in Prag oder in Wien etablieren. Sogenannte Artistenmagister gibt es in hinreichender Zahl, aber eben nicht Juristen, Theologen und Mediziner. Das ändert sich erst mit dem Ausbruch des großen Szismas, also im Jahr 1378, als es für eine ganze Weile zwei Päpste gibt, einen in Rom und einen in Avignon. Diese Situation wird an der dominierenden Universität in Paris als so brenzlig empfunden, dass viele deutsche Professoren von dort wegziehen. Und dann ist es möglich, in Wien, jetzt im zweiten Anlauf 1384 und in Heidelberg 1386, erfolgreich Universitäten zu gründen, die mit allen vier Fakultäten ordentlich ausgestattet sind. Und von da an gibt es also insgesamt 17 mittelalterliche Gründungen im Reich, und man hat geschätzt, dass bis zum Ende des Mittelalters, sagen wir bis Luther, so etwa 250.000 Menschen diese Universitäten besucht haben. Alles Männer, natürlich. Das stand damals ganz unhinterfragt fest. Es gab zwar auch für Frauen Möglichkeiten, sich zu bilden, aber nicht an den Universitäten, die das Studium der Theologie, der Medizin und des Rechts anboten. Im Laufe des 15. Jahrhunderts war das Studium weit verbreitet. Ein Ulmer Dominikaner meinte 1488 übertreibend, dass es mittlerweile kein Dorf mehr ohne seinen Graduierten gebe. Wer Medizin studierte, der beschäftigte sich im Mittelalter mit den antiken Werken der Medizin, vor allem des Hippokrates und des Galen. Diejenigen, die tatsächlich geheilt haben, waren andere. Die medizinische Versorgung war nicht nur im Mittelalter katastrophal, sondern bis weit ins 18. Jahrhundert. Man wusste kaum, wie der Mensch im Inneren beschaffen war. Um 1200 wurden erstmals Leichen geöffnet, die heimlich auf Friedhöfen entwendet worden waren. Der innovative Stauferkaiser Friedrich II. Befahl die Sektion und ließ sie ab 1240 in Sizilien praktizieren. Ab 1290 wurde sie auch in Bologna und Padua legalisiert. Es gab zunächst ein Konkurrenzverhältnis zwischen den studierten Medizinern und den praktischen. Die Theoretiker konnten sich in manchen Städten durchsetzen. In Basel zum Beispiel war genau festgeschrieben, dass nur derjenige praktizieren durfte, der einen Universitätsabschluss nachweisen konnte. Also würden wir eine Zeitreise ins späte Mittelalter unternehmen, dies würde uns über die Maßen schockieren. Allerdings wissen wir auch aus unserer eigenen Lebenswelt, dass beispielsweise Schmerzschwellen ja auch kulturell konditioniert sind. Also es gibt Menschen, die wesentlich leichter bestimmte Formen des Schmerzes aushalten, und wir müssen unterstellen, dass die Schmerztoleranz während der Vormoderne ein Maß erreicht hat, das wir uns heute kaum vorstellen können. Allein die Schmerzen aufgrund der Zähne, die Befähigung, Operationen zu überstehen. Kaiser Friedrich III. Beispielsweise bekommt ein brandiges Bein amputiert, überlebt das sogar. Das wird erstaunt festgehalten, dass er das überlebt. Für uns schwer vorstellbar, allerdings kein Kennzeichen, kein Charakteristikum des Mittelalters. Hier bahnt sich ein gravierender Wandel im ausgehenden 18. Jahrhundert und dann vor allen Dingen im frühen 19. Jahrhundert an. Eine große Heilkundige des Mittelalters war Hildegard von Bingen. Ihre Rezepturen finden noch heute Beachtung. Mitte des 12. Jahrhunderts verfasste sie unter anderem ein Buch über die Entstehung und Behandlung von verschiedenen Krankheiten. Das zweite ihrer naturkundlichen Werke beschäftigte sich mit der Beschaffenheit der verschiedenen Kreaturen und Pflanzen, weshalb Hildegard von Bingen heute manchmal als erste deutsche Ärztin bezeichnet wird. Diese naturkundlichen Werke zählen zu den Standardwerken der mehr esoterisch orientierten Naturheilkunde. In ihren Büchern beschreibt sie fast 300 Pflanzen, 150 Tierarten sowie Mineralien und Metalle. Hildegard von Bingen entwickelte eigene Ansichten über die Entstehung von Krankheiten, über Körperlichkeit und sogar Sexualität.
Damit machte sie sich vor allem als Frau in einer männerdominierten Welt viele Feinde. Es ist erstaunlich, dass sie nicht als Ketzerin verbrannt wurde. Sie nahm ohne Zweifel eine Ausnahmestellung ein. Frauen war es in der Kirche verboten, öffentlich zu reden. Hildegard von Bingen aber mischte sich ein. Und sie empfand sich selbst als Seherin. Nach vielen Anstrengungen gelang es ihr schließlich, ein eigenes Frauenkloster auf dem Rupertsberg bei Bingen zu bauen, wo sie 1179 starb. Johannes Gutenberg und die Erfindung des Buchdrucks. Die Buchkultur des Mittelalters ist erstaunlich. Zunächst waren es handgeschriebene Bücher auf Pergament und Papier. Mit der Erfindung des Buchdrucks in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts durch Johannes Gutenberg wurde dann ein wahrer Boom in der Produktion ausgelöst. Das Besondere am Buchdruck war, dass man von nun an Bücher produzieren konnte, die absolut identisch waren. Bücher, die fehlerfrei abgeschrieben waren, galten im Mittelalter als besonders begehrenswert. Das war mit dem Buchdruck natürlich viel leichter möglich. Jedenfalls dann, wenn der Korrekturleser ordentliche Arbeit leistete. Das war nicht immer so. Frank Rexroth verweist auf eine Bibel, die in England mit einem schwerwiegenden Druckfehler auf den Markt kam. Bei den 10 Geboten steht da nicht, du sollst nicht ehebrechen, sondern da steht, du sollst ehebrechen. Das Nicht ist vergessen. Und diese Bibel muss dann sogar aus dem Verkehr gezogen werden, wegen dieses anstößigen Druckfehlers. Also eine ambivalente Sache. Man bringt auch Fehler in die Welt in großer Zahl mit dem Buchdruck. Aber vor allen Dingen, und Menschen des 15. Jahrhunderts waren fortschrittsgläubig genug, dies als eine große Leistung anzuerkennen, konnte man, wenn die Texte okay sind, sie gleich in vielen, vielen Exemplaren herstellen. Identischen, sogar seitenidentischen Exemplaren. Die Erfindung des Buchdrucks erleichterte die Verbreitung des Geschriebenen und demokratisierte das Lernen. 90% aller Bücher waren nach wie vor in lateinischer Sprache verfasst. Das Lateinische blieb die maßgebliche Sprache bis in das 17. Jahrhundert hinein. Allerdings kamen schon seit dem 12. Jahrhundert sogenannte Volkssprachen verstärkt hinzu. Mittelalterliche Menschen identifizierten sich sehr wenig über die Sprache. Man wechselte ohne weiteres zwischen verschiedenen Sprachen und hatte kein Problem damit, sich in Grenzzonen mit Menschen zu verständigen, die anders sprachen. Keiner wäre auf die Idee gekommen, das Reich über Sprache zu bestimmen, also Deutschland darüber zu definieren, wo Deutsch gesprochen wurde. Sprache taugt wenig zur ethnischen oder politischen Identifikation in der Vormoderne. Das ist so ein romantischer Gedanke, dass sich in der Sprache das Volk manifestiert. Man sieht es viel, viel lockerer, als wir das heute tun mit unserem verbiesterten Blick auf Sprachen und ihre Reinhaltung. Der Austausch im Reich funktionierte erstaunlich gut. Nicht nur, dass man sich trotz der unterschiedlichen Sprache verständigen konnte, auch die Übermittlung von Nachrichten war kein Problem. Die Menschen im Reich bilden einen Kommunikationszusammenhang. Es ist im Spätmittelalter unvorstellbar, dass einer, der jedenfalls, wenn er ganz bei Trost ist, es nicht erfährt, dass sich irgendetwas Spektakuläres ereignet. Die Geschwindigkeit der Nachrichtenübermittlung ist nicht so ganz homogen. Dort, wo man Nachrichten auf dem Boot weitertragen kann, geht das schneller. Schätzungsweise muss man annehmen, dass eine Nachricht so etwa 3 Tage brauchte, um eine Strecke von 100 Kilometern zu überbrücken. Aber es gab Nachrichten, die wirklich schon von den Zeitgenossen also spektakulär angesehen wurden, dass man sich mühte, die Boten möglichst schnell im Reich vorankommen zu lassen, zum Beispiel indem man so ein Pferderelais organisiert, also dass immer frische Pferde zur Verfügung stehen. Manchmal wundert man sich, in welchem Tempo sich bestimmte Nachrichten beispielsweise bis Norddeutschland durchgesetzt haben, die sich in Italien ereignet haben. Seit dem 15. Jahrhundert sprach man übrigens nicht mehr nur vom Heiligen Römischen Reich, sondern vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Diese Bezeichnung hatte bis 1806 Gültigkeit. Das späte Mittelalter war die Zeit der größten politischen und wirtschaftlichen Selbstständigkeit des Stadtbürgertums.
Wie schon seit dem frühen 12. Jahrhundert im Norden, gingen nun auch im Süden des Reichs Kommunen wie Überlingen, Ulm oder Lindau dazu über, Ratsverfassungen einzuführen. Das hatte die staufische Städtepolitik zuvor verhindert. Die besondere Rolle der Stadt lag in den Stärken des städtischen Rechts begründet. Charakteristisch für die Städte des späten Mittelalters war die Tendenz der Bewohner, sich zu sozialen Gruppen zusammenzufinden und ein intensives Leben in Gemeinschaften zu pflegen. Demokratisch verwaltet waren diese Städte aber noch lange nicht. Sie verfügten auch über zu wenig Landbesitz und blieben damit, umgeben von fürstlichen Gebieten, abhängig von diesen. Halten wir fest, im späten Mittelalter hatten Herrscher, aber auch Päpste an Autorität eingebüßt. Staatlichkeit entwickelte sich vor allem in Städten und Territorien. Städte wurden als Handelsorte immer wichtiger. Händler und Handwerker, Bankiers und Ratsherren konnten im Schutz der Städte ein zunehmend freies, von weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten unabhängigeres Leben führen. Die Gesellschaft wurde immer vielschichtiger. Die Einführung des Buchdrucks machte es schließlich möglich, Wissen zu verbreiten. Und das war eine wichtige Voraussetzung für die spätere protestantische Kirchenreformation. Die letzten Jahrzehnte vor der Reformation gelten heute als eine der kirchenfrömmsten Zeiten des Mittelalters. Im gesamten späten Mittelalter wurde die Christianisierung in Deutschland stärker vorangetrieben als jemals zuvor. Der Heiligen- und Reliquienkult nahm weiter zu, ebenso wie Wallfahrten und Prozessionen. Es wollten so viele Frauen in die Dominikanerinnenkonvente aufgenommen werden, dass man von einer Überfüllungskrise sprechen konnte und der Ablasshandel entstand. Der Ablass stand im Zusammenhang mit dem Bußsakrament der Kirche. Dieses versprach den Gläubigen bei Zahlung eines bestimmten Betrages den Erlass von Fegefeuerstrafen. Es waren fahrende Prediger, die durch den Ablass der Kirche einen reichen Geldsegen bescherten. Gegen diese Praxis, die eine falsche Heilsgewissheit hervorbrachte und echte Reue unmöglich machte, wandte sich Martin Luther mit seinen 95 Thesen, die er im Jahr 1517 an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben soll. Epochen wie das Mittelalter sind ja sprachliche Konventionen. Wir bezeichnen damit einen Zeitraum. Nichts ging eigentlich zu Ende mit Martin Luther. Wohl aber kann man sagen, dass in die europäische Geschichte neue Elemente eintreten. Hier müsste ich eigentlich zwei Positionen schildern. Die einen, Historiker und Kirchenhistoriker, versuchen, das Phänomen der Reformation aus Krisen in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit organisch herzuleiten und zu sagen, Luther markiert mit den anderen Reformatoren praktisch eine Aufgipfelung von Konflikten, die schon da gewesen sind. Diese Geschichte ist wieder und wieder so geschrieben worden. Man hat dann auf die Verflachung der Religiosität im Zeitalter des Ablasshandels hingewiesen und gesagt, es konnte so nicht weitergehen. Und dann kam Martin Luther und eine neue Ära brach an. Die anderen Historiker betonen, dass die spätmittelalterliche Religiosität ziemlich konfliktfrei gewesen ist, und dass Luther nicht durch so eine Kumulation von Krisen erklärt werden kann, dass das plötzlich da gewesen ist, die Reformation als Ereignis aus sich selbst heraus entstanden ist.